Wow. Oder auch wow. In Neuseeland lernen Hunde das Autofahren. Die Fahrschule für Vierbeiner ist ein Projekt. Es soll den Menschen mehr Lust machen, Hunde aus dem Tierheim zu adoptieren. Denn von dort, aus dem Tierheim in Auckland, stammen die Mischlinge Porter, Ginny und Monty. Auch Tiere, die schwierige Zeiten überstehen mussten, haben einiges drauf. Das zeigt das Experiment. 2 Monate lang hat ein Tiertrainer mit Porter, Ginny und Monty gearbeitet. Eigens für die Pfoten wurden die Hebel und Pedale zum Starten, zum Lenken, Gas geben und Bremsen umgebaut. An die 10 verschiedene Verhaltensweisen gehören zum Autofahren, sagt der Trainer. Jedes Element vom Gas geben bis zum Schalten lernen die Hunde zunächst getrennt und dann das Ganze als Abfolge. Erste Aufnahmen vom Fahrtraining gibt es im Internet. Dadurch haben die Hunde am Steuer schon eine ganz ordentliche Anhängerschaft. Am Schluss sollen Porter, Ginny und Monty ein richtiges Auto steuern. Einen umgebauten Mini, natürlich wie immer angeschnallt. Ihre Fahrprüfung wird am Montag live im neuseeländischen Fernsehen übertragen.